Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Siebentischwald. Heute in unserer zweiten Episode werden wir nun unser erstes Tiergehege bauen. Dazu habe ich mir auch schon was einfallen lassen. Ihr habt ja fleißig abgestimmt schon auf YouTube bei meiner Umfrage und ihr habt euch dazu entschieden, dass das erste Gehege ein Gehege für die Rothirsche werden soll. Was ich aber zuerst machen möchte, der Eingangsbereich sieht noch ein bisschen traurig aus. Ich möchte ganz gern hier einfach so ein kleines Centerpiece reinstellen. Dazu möchte ich ganz gerne ein, so ein kleines Pflanzbeet bauen. Ich setze mir hierzu erstmal so einen Kreis. Den werden wir nicht benutzen hier. Den setze ich mir einfach so, dass ich hier im Endeffekt so einen Rahmen habe, wie ich das Ganze hier reinsetzen werde. So, genau, so machen wir das Ganze. Ich möchte jetzt dieses Blumenbeet hier erstmal Kontinent auswählen, europäisch. Ich möchte jetzt dieses Blumenbeet hier umrahmen mit ein paar Steinen. Dazu suche ich mir erstmal ein paar kleine raus. Ja, genauso klein wie den hier. Ich glaube, kleiner als der geht nicht wirklich. Nehmen wir den. Zufällige Drehung haben wir drin. Und dann platziere ich jetzt die Steine hier einfach auf dieser Linie hier. Wo ich auch zwischendrin immer so ein bisschen mit der Höhe dann variieren. Damit das nicht gar so gleichmäßig und so geschleckt aussieht. Einmal hier rundherum. So, bevor wir den letzten setzen, nehmen wir den Kreis wieder raus, suchen uns unser Steinchen wieder aus, na, und schließen hier den Kreis. Und schon haben wir hier unsere wunderbare Einrahmung für das Blumenbeet. Wir werden selbstverständlich dann noch diese Barrieren dann auch einbauen, damit unsere Besucher hier nicht durchlaufen dann. Weil das wollen wir nicht, das sieht nicht schön aus. Jetzt füllen wir das Ganze natürlich noch mit Erde auf, beziehungsweise mit unserem Mulch. Ein bisschen höher gehen, damit wir das auch hier ordentlich sehen. So. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, wären wir wieder Kontinent europäisch. Jetzt setzen wir noch ein schönes Bäumchen hier rein. Und zwar, eine Eiche ist schon ein schöner Baum, aber das ist zu überwältigend. Das sieht schon geil aus. Aber ich fände es halt geiler, wenn der Stamm ungefähr so hoch wäre hier. Ist er aber leider nicht. Das ist auch noch eine Eiche. Nö, gefällt mir auch nicht. Ich hätte ganz gern so eine Heckenschere, wo ich, oder so eine Baumschere, eine Motorsäge, genau das ist das richtige Wort, wo man einfach die Äste hier unten absägen kann. Eiche nehmen wir nicht. Mit der Buche ist wahrscheinlich genau dasselbe. Gut, die ist viel zu mini. Nee, das ist alles zu überwältigend. Erstmal auf Bergahorn, nee, den wollen wir nicht. Aber es gibt doch noch eine Esche, glaube ich, oder? Hier meine Esche. Zu klein, viel zu klein.
Ja, die ist doch wunderbar, oder? Setzen wir die hier rein. Genau, dann haben wir hier so ein kleines Centerpiece jetzt einfach mal drin. Wie gesagt, ich werde es ähnlich machen wie in Lemington Zoo, sodass man nach den ersten ein, zwei Tiergehegen, ich sag mal nach zwei Tiergehegen, dann so ein bisschen Deko-Stuff einfach machen. Dass wir dann in der Folge drauf im Endeffekt kein neues Gehege bauen, sondern dann letztendlich eben, ja, bisschen Deko, ein bisschen verzieren, ein bisschen schöner machen, hier den Eingangsbereich fertig machen und so weiter. Gut, jetzt schauen wir schnell nochmal nach den Öffnungszeiten von unserem Zoo. Genau, ich sage mal, wir öffnen ihn um 7 Uhr bis 20 Uhr. Ich möchte nämlich keinen Nachtmodus. Ich möchte mich ehrlich gesagt nicht um die Beleuchtung kümmern müssen. So, dann, damit wir langsam auch ein bisschen Gewinn machen, wird es Zeit, dass wir unser erstes Gehege bauen. Und zwar für den Rothirsch, wie ich ja schon gesagt habe. Da gehen wir zuerst mal auf Barrieren. Ich habe mir etwas überlegt. Jetzt bauen wir erstmal einen Weg. Also nicht Barrieren, sondern einen Weg. Ich möchte so einen kleinen erhöhten Aussichtspunkt ganz gerne haben, wo man gut in das Tiergehege hineinsieht. Ich möchte ihn eigentlich nicht wirklich rund haben. Ruhig ein bisschen breiter. Thema ist immer, wenn ihr am Anfang eures Zoos ein Tiergehege baut, dann beachtet dabei bitte auch immer, das ist schon ein bisschen sehr hoch, beachtet dabei bitte auch immer, dass dort natürlich sehr viel Besucherverkehr dann auch sein wird. Also das, wie gesagt, dann immer berücksichtigen, macht die Wege breit genug, ja, weil das sonst sehr anstrengend wird. Machen wir bloß einen Aufweg. Ja, wir machen bloß einen Aufweg hier. Das Ganze auch barrierefrei. Sehr schön, dass das so auch geklappt hat. Gut, und jetzt ziehen wir als erstes die Zäune, was ich normalerweise nicht mache. Normalerweise mache ich immer erst das Gehege, aber in diesem Fall ziehen wir erst die Zäune. Ich möchte hier einen Maschendrahtzaun haben, den auch nicht gleich direkt am Besucherweg. Sondern so ein kleines bisschen nach innen. Genau so. Dann machen wir hier jetzt einen No-Fence. Weil hier wollen wir eine barrierefreie Einsicht einfach in das Tiergehege haben. Das verkleiden wir nachher noch schön. Brauchen wir hier wieder den Maschendraht. Doch gerade. Warte mal, den setzen wir ein kleines bisschen weiter hinten, damit wir ungefähr einen ähnlichen Abstand haben. Zum anderen Zaun. So. Und dann auch so hier nach hinten. Ziehen wir jetzt hier auch gleich mal nach hinten. Gut. So, es wird ein relativ großes Gehege.
Ja, wobei das für die Tiere durchaus gerechtfertigt ist. Müssen bloß die Finanzen auch immer so ein bisschen im Auge behalten, dass es nicht zu eng wird irgendwann. Weil natürlich auch die Zäune kosten. So, das Gehege ist fertig. Ich würde aber jetzt auch tatsächlich sagen, normalerweise mache ich das nicht im Franchise-Modus, dass wir hier jetzt erstmal auf Pause gehen, weil das frisst uns zu viel Kohle hier. Das wollen wir nicht. Wir bauen jetzt als erstes mal den Tierunterstand. Und was ich auch vergessen habe, ich schreibe das auch immer in die Kommentare rein. Ich brauche dazu immer euch, beziehungsweise bin froh, dass ich euch habe, dass ihr mir in den Kommentaren dann auch immer wissen lasst, wenn ich irgendetwas vergesse. Weil ich denke an viele Sachen einfach nicht, da ich, wie gesagt, im Franchise-Modus nicht so wirklich geübt bin. Pass mal auf. Arterhaltung erforsche ich gerade in Lemmington. Also das brauchen wir hier nicht nochmal erforschen. Denn das Schöne ist, wenn man mehrere Franchise-Zoos hat, was man in dem einen Franchise-Zoo erforscht hat, bleibt in dem anderen dann erhalten. Deshalb erforschen wir hier das Dämmerungsthema jetzt. So, aber genug gelabert. Jetzt bauen wir erstmal eine Stallung für unsere Tiere. Und die würde ich ganz gerne hier hinten auch platzieren. Jetzt warte mal. Wo gehen denn unsere Wege raus? Okay, das sind die Mitarbeiterwege. Ja, dann passt das schon. Dann können wir die Stallung auch tatsächlich direkt hier hinten dann anschließen. Das ist dann überhaupt kein Thema. Dann können wir nämlich dementsprechend dann auch unsere Barrieren anpassen. So. Von der Größe her würde ich sagen, so ist ausreichend. Nee, ich glaube, wir machen es eins größer noch. Weil die Rottiere sind jetzt doch nicht die kleinsten Tiere und wir werden wahrscheinlich doch im Laufe der Zeit auch eine etwas größere Gruppe hier dann drin haben. Und von daher macht es durchaus Sinn, wenn wir das Gebäude hier einfach ein bisschen größer haben. Ich mache das jetzt am Anfang auch relativ simpel, denn ich erwähne es immer wieder, wir haben nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung. Deshalb müssen wir uns da am Anfang ein wenig in Grenzen halten und dementsprechend alles so simpel gestalten, wie es nur irgendwie möglich ist. So, dann das Dach, dann nehmen wir auch wieder das Arktis-Holzdach gleich, wenn wir das hier eh schon ausgewählt haben. Wir lassen es aber dennoch wieder ein klein wenig überstehen, einfach weil ich das so mag und ich das so schön finde. Genau, und wir machen es natürlich auch ordentlich und nicht irgendwie krumm und schief. So. Ich hoffe, ihr verzeiht mir die Sprechpausen zwischendrin immer. Ich hatte das Gespräch gerade eben auch mit meinem Mann, als ich gesagt habe, ich zeichne jetzt schnell mal wieder eine neue Episode auf. Nochmals Hut ab allen gegenüber, die Planet Zoo live streamen und dort eben bauen und sich teilweise noch auf den Chat konzentrieren und reden und so weiter. Ich finde es extrem schwierig, mich darauf zu konzentrieren, was ich gerade baue und nebenbei dann auch noch zu erzählen, vor allem bewusst zu erzählen, was ich da gerade mache.
Denn oft ist es so, dass ich einfach irgendwas anfange zu reden und dann komme ich vom Hundertsten ins Tausendste und weiß dann nicht mehr, was ich genau erzählt habe. Aber gut, ja, das liegt vielleicht dann doch nicht an Franchise-Modus oder an Let's Play. Ihr kennt mich, ich mache das ja generell. Nee, aber wie gesagt, also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich jetzt hier entspannt irgendwie mein Speed-Build mache für Swamp Lake Zoo und danach das Voice-Over aufnehme. Gut, so. Wir haben die Stallung fertig für die Tiere. Das Gehege ist grundsätzlich auch fertig. So, jetzt machen wir schnell noch den Gehegeeingang. Den wir wunderbar hier platzieren können. Das ist ja hervorragend. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann bringen wir das hier schnell noch in Ordnung. Da haben wir gesagt, da basteln wir auch so ein bisschen was drumherum. Wir müssen das Ganze natürlich hier noch abschließen. So, und zwar möchte ich in diesem Fall, wir wählen mal aus rasterfreies Requisit. Die Trockenmauer hier, nee, die möchte ich eigentlich nicht. Genau, die möchte ich ganz gern. Die europäische Steinmauer. So, das Ganze natürlich nicht zu hoch. Wir klauen uns hier jetzt einfach mal so ein paar Besucher wieder. Ja, das ist doch von der Höhe her fantastisch. Sehr schön. So, damit wir da aber einen schönen Abschluss dann auch haben, basteln wir uns da noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar suchen wir uns jetzt einfach mal einen schönen Balken aus. Ja. Und das Ganze funktioniert nur dann auch richtig, wenn wir die zufällige Drehung vorher wieder rausnehmen. Okay. Also 45 Grad Winkel brauchen wir aber. Jetzt drehen wir uns das hier zurecht. Die lange Seite wollen wir hier haben. Schauen wir mal von der Höhe her. Von der Höhe her können wir das so benutzen. Jetzt nehmen wir noch einen zweiten, den tun wir jetzt ein bisschen weiter runter hier und noch einen mit dazu. Dann hier oben drauf setzen wir jetzt noch eine Planke. Ihr kennt mich, ihr wisst, welche Planke ich nehme. Genau, die australische. Weil ich die Holzfarbe einfach am schönsten finde. Und ich denke, obendrauf brauchen wir hier in diesem Fall jetzt keinen weiteren Zaun oder irgendeine Abgrenzung. Es sind Othirsche, also die werden unsere Besucher nicht wirklich verletzen. Wir nehmen das Ganze jetzt in eine Gruppe rein. Gut, und wie wir sehen, es funktioniert nicht mit dem Raster, aber das ist auch nicht schlimm. Dann kopieren wir das einfach. 45 Grad Winkel wieder raus, schauen, dass wir es in die exakt selbe Höhe hier bringen und dann basteln wir uns das einfach so hin, dass das hier auch alles passt und schön aussieht. Zumindest jetzt mal für den ersten Moment hier, damit wir das Gehege soweit fertig haben und die Tiere dann letztendlich auch hier reinsetzen können. Ja, viele von euch überraschenderweise waren in meinen Kommentaren vom letzten Video. Erstens, ja, vielen Dank dafür, dass ihr die neue Serie hier so positiv aufnehmt. Freut mich wahnsinnig, weil es ja wie gesagt doch wieder was komplett Neues für mich ist.
und wir damit auch nicht mehr so viele Sandbox-Serien haben wie sonst. Ja, und viele von euch kannten den Siebentischwald sogar, beziehungsweise sind in den Kommentaren darauf eingegangen. Ich glaube, ich habe es in der ersten Episode ja schon gesagt, weswegen ich mich für den Namen entschieden habe. Ich finde den Namen einfach wahnsinnig schön. Es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich hier eine Verbindung zu Augsburg haben wollte oder zu dem tatsächlichen Siebentischwald in Augsburg. Ich finde einfach nur den Namen richtig schön, weil das sowas Märchenhaftes hat, fast so wie aus den Grimms Märchen. Und deshalb dachte ich, ist das ein wunderbarer Name, der richtig schön für so eine Art Wildpark einfach passt. Wildpark im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Denn wir werden nicht einen komplett klassischen Wildpark bauen, sondern das Ganze ein bisschen weiter auslegen letztendlich. Also ein bisschen großzügiger auslegen. So nennen wir das Ganze jetzt einfach. So, unsere Gehegebegrenzung haben wir damit fertig. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal darum, dass wir die Tiere dann auch gleich reinlassen können, bevor wir hier noch was weiter basteln. Wir setzen hier die Gehegebeschilderung einmal hier oben, einmal hier auch noch. Wobei ich denke, wir werden hier wahrscheinlich ein Problem haben, zumindest mit den hintersten Schildern, dass wir dafür keinen Strom haben. Hier haben wir Strom. Hier haben wir keinen Strom. Genau, das ist das nächste, worum wir uns dann auch noch kümmern müssen. Dass wir dementsprechend alles mit Strom versorgen noch. So, aber hier unten funktioniert es. So, dann machen wir auch noch Lautsprecher hin, denn Bildung wird bei uns groß geschrieben. Für den haben wir mit Sicherheit auch keinen Strom. Richtig. Ja, wir werden dann irgendwo hier hinten noch einen Stromgenerator ansetzen. Oder irgendwie so auf jeden Fall, dass unsere Handwerker, Techniker und so weiter da tatsächlich auch rankommen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach gleich. Das machen wir jetzt einfach gleich, damit das erledigt ist. Und zwar setzen wir den. Das ist immer blöd, wenn man nicht so wirklich. Ah, okay, gut. Gut, gut, gut. Oh, das ist super. Das ist super, dass hier gleich der Weg dann verbunden wird. Sehr schön. Gut, dann setzen wir den gleich hierher. Hat uns jetzt auch wieder jede Menge Geld gekostet, aber egal. Sehr schön, jetzt reicht der Strom auch bis hierher. Wir werden eine Wasseraufbereitung auf jeden Fall auch noch brauchen, leider Gottes. Die setzen wir hier mit dazu. So, jetzt benennen wir schnell noch das Gehege hier, damit wir hier einen ordentlichen Arbeitsbereich dann haben. Rothirsch. Okay. So, dann müssen wir unseren Arbeitsbereich schnell noch fertig machen. Arbeitsbereiche, Eingangsbereich, genau, Arbeitsbereich bearbeiten. Da fügen wir jetzt hier noch unsere Wasseraufbereitung und den Stromgenerator mit dazu und natürlich auch unser Gehege. So stellen wir sicher, dass letztendlich alles dann gut versorgt wird. Hier auch noch wichtig, wenn ihr Ingame-Barrieren macht, die verfallen, die werden ja irgendwann kaputt.
Das ist das Schöne, wenn ihr die No-Fence-Barrieren benutzt, also die Null-Barrieren letztendlich, die werden nämlich nicht kaputt, beziehungsweise wenn ihr da irgendwie mit Stein dann abgrenzt oder was auch immer, da muss kein Techniker kommen, um das zu reparieren. Da das hier alles verfällt, gebe ich hier jetzt ein alle 3 Monate, soll bitte der Techniker hier kommen und kontrollieren, damit wir nicht die Tiere haben, die dann irgendwann ausbrechen. So, jetzt gehen wir aber auch gleich in den Tierhandel und suchen mal nach den Rothirschen. Ich hoffe, es gibt auch welche. Ja, sehr schön. Gut, extrem teuer, wie man hier sieht, ist klar. Neues Tier ist im Spiel, das wird dann totgezüchtet von allen dann gleich und ausgekostet bis zum geht nicht mehr. Interessiert uns jetzt nicht, wir nehmen die günstigeren Varianten hier, wir haben welche von Frontier Zoo. Da haben wir ein Weibchen, das hat eine sehr geringe Lebenserwartung, das ist egal, nehmen wir trotzdem, kriegt eine Chance bei uns. Jetzt schauen wir noch, dass wir irgendein Männchen bekommen. Animal Funland, ja, Fruchtbarkeit 0, Immunität 0, nö, danke, das wollen wir nicht. Leute, also das finde ich echt immer krass, dass hier dann gleich so ein Schindluder getrieben wird im Endeffekt. Wir sortieren jetzt einfach mal nach Preis. Preis und Geschlecht. Okay. Ja gut, das Männchen können wir uns leisten. Den nehmen wir jetzt. Dann haben wir zwei Männchen, ein Männchen und zwei Weibchen. Das sollte für den Anfang ausreichen. Wir haben sowieso kaum noch Kohle. Mit Zeit, dass wir Gewinn erwirtschaften. Deshalb würde ich sagen, ganz, ganz wichtig, was wir jetzt unbedingt auch brauchen. Spendenboxen. Eine hier. Eine hier und eine hier, beziehungsweise wartet, lasst uns die mal hier irgendwo in die Mitte setzen. So, und dann in die Tieraufbewahrung. Da haben wir noch ein paar Tiere aus anderen Franchise-Zoos. So, dann bringen wir die Tiere mal hier ins Gehege. Schauen schnell, dass wir die wichtigsten Bedürfnisse der Tiere erstmal erfüllt kriegen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Für das Wasser, warte mal, ich muss mal eben das Gelände hier mit kurzem Gras anmalen, damit ich hier irgendwas sehe. Im langen Gras ist echt immer schwierig, das hasse ich. So, ich hoffe jetzt natürlich, dass wir durch dieses riesengroße Gehege, das wir hier für die Hirsche gebaut haben, nicht komplett unser Franchise schon geschrottet haben und jetzt dann pleite gehen. Wenn, dann seid ihr schuld, denn ihr wolltet den Rothirsch als erstes Tier haben. Nein, Spaß, alles gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin, also keine Sorge. So, jetzt machen wir hier erstmal einen kleinen Teich. Glätten das Ganze hier noch so ein bisschen. So, dann packen wir Wasser rein. So haben unsere Tiere auf jeden Fall schon mal was zu trinken. Jetzt suchen wir hier noch nach etwas zu essen. Ne, nicht für den Biber. LMN Rothirsch. Oh. Okay. Da möchte ich auch ganz gern so eine Futterraufe für die Tiere dann demnächst noch bauen. Aber jetzt setzen wir hier einfach erstmal so einen Futterspender ran. Und wir geben den Tieren noch einen Kratzbaum hier. So sind die grundlegendsten Bedürfnisse der Tiere erstmal gedeckt. Jetzt drücken wir auf den Play-Button.
hoffen, dass unsere Tiere dann schnell einziehen und dass wir dann dementsprechend auch gleich Gewinn erwirtschaften. Denn, wie gesagt, also sieht hier schon ein bisschen eng aus. Aber wir könnten auch mal schnell gucken. Ja, ich muss mal hier bei den Einstellungen schnell nochmal die ganzen Einstellungen für die Mitarbeiter, ganzen Wareneinstellungen wieder aktivieren. Das mache ich nämlich immer raus, wenn ich in Sandbox spiele, weil ansonsten kriege ich hier überhaupt nichts mit, wenn irgendwas passiert. So, die ersten Tiere kommen. Sehr schön. Ich hoffe, dass sie auch durch den Stall hier rauslaufen können. Ja, das funktioniert wunderbar. Dann gucken wir mal, wie zufrieden sie sind. 94% Zufriedenheit, das ist super. Jetzt machen wir die Beschilderung hier gleich an. Hier auch unseren Bildungslautsprecher. So, hervorragend. Und wir machen Gewinn. Aber wo ich gerade noch schauen wollte, ich wollte schauen bei unseren Tieren, ob wir Nachwuchs haben. Nee, wir haben leider noch keinen Nachwuchs bei den Molchen. Sonst hätten wir da schon was verkaufen können und hätten dann auch gleich wieder Geld. Ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt, dass wir das Gehege von den Hirschen noch ein klein wenig schöner machen, insoweit das aktuell möglich ist mit unseren begrenzten Ressourcen. Aber damit wir zumindest einen schönen und ansehnlichen Abschluss haben. Hier erstmal wieder ein bisschen Geländevariation einbauen. Finde ich immer ganz, ganz wichtig. Damit Gehege nicht zu langweilig aussehen. Genau auf der Seite würde ich jetzt da gar nichts machen. Vielleicht noch so ein kleines bisschen höher an der Stelle. So, jetzt bemalen wir das Ganze noch, damit das Ganze schön Struktur bekommt. Von der anderen Seite, auch wenn man das von vorne vom Gehege nicht sieht. Wir wissen ja nicht, wie die Wegeführung irgendwann mal in dem Zoo dann letztendlich auch sein wird. Und dann sieht man es vielleicht auch von der anderen Seite. Und von daher finde ich das schon auch immer ganz wichtig. So, dann auch hier noch so ein kleines bisschen rum um unseren Teich. Jetzt schauen wir mal, was die Tiere denn letztendlich hier für Bedürfnisse haben. Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen Schnappatmung gekriegt, weil ich dachte, der springt mir jetzt hier hinten über den Zaun. Aber gut. So, stabiler Rückzugsort passt, Gelände passt. Und ja, okay, Mist. Hier haben wir tatsächlich das Problem jetzt, dass uns der Gutste hier hinten über den Zaun gesprungen ist. Gibt's doch nicht. Läuft wunderbar. Dann ändern wir das hier mal eben, sodass uns das hier nicht mehr passiert. Okay, Kinders, also ihr habt gesehen, wenn ihr Geländeerhöhungen macht, macht die nicht so nah am Zaun. Denn eure Tiere springen euch dann drüber. Mist. Gut, das hat uns natürlich auch gleich Geld gekostet. Ganz toll. So, jetzt schauen wir aber nochmal bei den Tieren hier. Umgebung, Bepflanzung passt für die Tiere auch.
Aber wir wollen da natürlich trotzdem noch ein bisschen mehr haben. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Felsarbeit rein. Das ist eigentlich das, was ich immer zuerst mache. So ein paar Akzente hier mit Felsen setzen. Solange Geld da ist, aktuell ist keins da. Ja gut, ich würde mal dezent sagen, durch den Ausbruch von unserem lieben, wie heißt er denn, der Gute hier, Nino, haben wir mal so richtig schön vercaked hier. Gut, nichtsdestotrotz, wir kriegen das hin. Ihr seht, wir machen langsam, aber stetig Gewinn. Wir werden hier ein richtig schönes Gehege dementsprechend auch bauen, definitiv. Allerdings werden wir damit erst in der nächsten Episode dann so richtig weitermachen. Ich setze hier noch so ein paar Bäumchen, damit das Ganze trotzdem nett aussieht schon mal. Und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, den setzen wir hier hinten oben hin. Ja, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, in der nächsten Episode werden wir jetzt dann noch kein neues Tiergehege bauen, sondern werden uns erstmal darum kümmern, hier alles schick zu machen, dass wir hier ein richtig, richtig, richtig tolles Gehege für unsere Rothirsche haben, wo sie sich dann auch dementsprechend wohlfühlen können. Und kümmern uns dann auch hier um unsere Besuchergalerie, damit die gut aussieht. Und vielleicht auch hier so ein klein wenig mehr um unseren Eingangsbereich, sodass wir das Ganze dann hier erstmal richtig schön ins Laufen bekommen, damit das toll aussieht, damit alles auch funktioniert, damit wir stetig schön unseren Gewinn hier machen und dann auch weiterbauen können. Kurz dazu noch bei eurer Abstimmung. Wie gesagt, das erste Tier, das ihr sehen wolltet, war der Rothirsch. Den haben wir ja jetzt. Schauen wir uns vielleicht noch ein bisschen an. Beobachten wir mal unseren kleinen Nino hier noch ein bisschen, während ich rede. Das erste Tier, das ihr sehen wolltet, war der Rothirsch. Dann an zweiter Stelle gefolgt der Rotfuchs, dann der Waschbär und unser Schlusslicht war das Stinktier. Ich würde vorschlagen, wenn ihr nichts dagegen habt, dass wir einfach so mit dieser Wertung in diesen Zoo hineingehen. Das heißt, dementsprechend das nächste Gehege dann für die Rotfüchse bauen, dann die Waschbären und als letztes dann die Stinktiere. Und dann schauen wir einfach, wo die Richtung dann weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich in den Kommentaren wissen lasst, ob ihr möchtet, dass wir nur immer Tiergehege bauen oder immer was Spektakuläres Neues in jeder Episode und eher mal in einem Livestream so diese Deko-Sachen machen. Oder ob ihr damit einverstanden seid, wenn wir so Deko-Episoden oder Vervollständigungen einfach mal in einer ganz normalen Let's Play-Episode machen. Lasst mich das gerne wissen. Ich bedanke mich jetzt schon wieder bei euch fürs Einschalten. Lasst euch hier noch einen kleinen Moment mit unserem Nino alleine. Wunder, wunder, wunderschönes Tier. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder in Siebentischwald. Also, bis dahin. Ciao.